anderes schönes Highlight, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Anfang des Monats, da gab es im Weltall einen Unfall. So, und das ging auch durch die Presse. Da haben zwei Astronautinnen einen Werkzeugkoffer im Wert von 100.000 Euro im All verloren. Der dümpelt jetzt durchs All. Jetzt ist es wohl so, und das finde ich klasse, man kann diesen Werkzeugkoffer mit bloßem Auge am Himmel erkennen. Also wenn Sie gleich hier rausgehen und denken, guck mal, ein Stern. Nee, das ist ein Werkzeugkoffer. Hier nochmal der Originalbeitrag aus dem US-Fernsehen. Yeah, this is gonna be costly because it wasn't just any bag, it was a tool bag that's estimated to be worth about $100,000. The bag is now floating freely in Earth's orbit. The bag is apparently bright enough for keen observers to spot from the ground. Wow. The astronaut is gonna have some explaining to do to mission control. Ja. Und die Astronautin direkt so. Wo ist mein Koffer? Das Schöne ist, die NASA weiß ganz genau, wo der Koffer ist. Ja? Es sitzen jetzt zwei Leute, die haben einen Job, und zwar gucken die, wo der Koffer ist. Die muss ich unbedingt mal anrufen, vielleicht wissen die auch, wo mein letzter Malle-Urlaub-Koffer ist. Den vermisse ich seit 2017, andere Geschichte. Und was toll ist, jetzt gibt es Werkzeug im Weltall. Das ist auch super, ne? Falls mal der große Wagen kaputt ist. Wahrscheinlich gibt es demnächst dann auch Sternzeichen. Ja? Also Kinder, die jetzt in dieser Zeit geboren werden, die sind dann nicht Jungfrau oder sonst was, sondern Kneifzange, Kreuzschlüssel, Wasserwaage. Wasserwaage im All hat überhaupt keinen Sinn, ne? Das ist gerade. Eine Wasserwaage. Ja, schön ist auch, wenn Sie das nächste Mal eine Sternschnuppe sehen, ist vielleicht nur ein Akkubohrer. Ja. Darf ich mir was wünschen? Nee, ist Werkzeug. Wir bleiben wissenschaftlich. Nicht nur Wetten, das wurde ja ausgiebig gefeiert. Auch ein anderes legendäres Fernsehformat hat in diesen Tagen Jubiläum. Galileo wird 25 Jahre alt, meine Damen und Herren. 25 Jahre alt. Mein Gott, fühle ich mich jetzt alt. Zeit für uns, einen Blick zurückzuwerfen auf die Highlights des Wissensmagazins. Morgen wird die Wissenssendung Galileo unfassbare 25 Jahre alt. Boah, wie krass ist das denn? Ja, und deshalb feiert ProSieben auch schon die ganze Woche. Seit 1998 zeigt uns Anchorman Ayman Abdallah und seine Gespielin, wo der Frosch die Locken hat. Normalerweise sind Wissenssendungen ja eher befremdliche Freakshows von Nerds. An was erinnert das? Ja, das sieht doch aus wie ein schöner Frauenbusen, ne? Ganz anders Galileo. Hier gibt's tolle Bilder und spannende Experimente. 100 Personen, die sich unseren Experimenten stellen. Heute das Schmerzexperiment. So viel sei verraten. Am meisten Schmerz musste er aushalten. Oder hier. Das hier sind sogenannte K.O.-Tropfen. Die Folgen dürften hinreichend bekannt sein. Alter. Die nächsten Experimente für Galileo sind übrigens, wie man sich einen duften Silvesterknaller selbst basteln kann. Und wie man mit dem Mund eine Dose aufmacht. Ups, zeig mal. Och, sieht man gar nicht. Ein weiterer Ableger, die Galileo 360 Grad Folgen. In Syracuse, New York wohnt der Mann mit der breitesten Zunge der Welt. Wow, Wahnsinn. Da gehen einem ja die Augen über. Hoffentlich ist sein Mund auch groß genug für die Zunge. Oder hier. Heute zeigen wir Ihnen die verrücktesten Fahrzeuge der Welt. Ja, alles ganz schön. Aber das verrückteste Fahrzeug ist immer noch die Karre von unserem Azubi Sven. Noch was? Wir zeigen Wohnen extrem. Unsere Reporter reisen zu den krassesten Wohnorten der Welt. Hier wird gekocht, gespült und direkt daneben ist die Toilette. Na und? Da hättet ihr mal zu unserer Band-WG fahren sollen. Hier wird gekocht, gespült, gekackt und Musik gemacht. Noch extremere Bilder gibt's übrigens bei Galileo Big Pictures. Bestaunen Sie die neuesten Frisurentrends aus Asien. Eine echte Handwerkskunst. Aber keine Sorge, da brauchen wir uns auch hierzulande nicht zu verstecken. Ansonsten waren die besten Big Pictures in 25 Jahren das, das und das. Auch das ein Highlight. Galileo Explorer. Hier reisen die Galileo-Reporter an die entferntesten Punkte der Welt, wo sie schon erwartet werden. Hello, baby. I miss you. Entsprechend herzlich ist die Begrüßung. Hi, Hitler.
Selbst den größten Rummel der Welt in Shanghai durften die Galileo-Reporter besuchen. Aus dem Ausland zu berichten ist übrigens nicht ganz leicht. Auch nicht für die einheimischen Reporter. Mehr als Hälfte aller Vorschulebarn. Galileo beantwortet uns aus aller Welt Fragen, die wir uns schon ein Leben lang gestellt haben. Wie wurde zum Beispiel in China die Ein-Kind-Politik umgesetzt? Oder warum tragen Asiaten so große Schuhe? Dank Galileo erfahren wir, weil sie damit nicht nur besser tanzen können, sondern auch besser singen. Und wie musiziert man in Afrika? Wie wird in der afrikanischen Savanne gegessen? Und wie in Südamerika gefeiert? Und wieso ist die Stimmung da so gut? Und natürlich kann man ein Baby-Krokodil küssen. Liebes Galileo-Team, macht bitte unbedingt weiter so. Und vor allem viele Grüße an die Kollegin, die sich gerade um kranke Kühe in Venezuela kümmert. Bis dann. Alles Gute auch von uns. Auf die nächsten 25 Jahre.